Schauen Sie an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich Sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Autsch. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch. Okay. Du meinst... Schnauze alle beide! Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind! Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind, du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer, vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Wer sind Sie denn? Lycans! Und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's. Nein, stopp! Ich will auch behaupten. 10, 9, 8, 7, 6. Auf geht's. 5, 4, ja. 3. Warum lässt die Zeit verstreichen? 1. Und renn. Renn, 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 renn. Ah, verfluchter Mist! Gut. Lauf, ich hab gar keine Waffe. Ich muss rennen. Oh, Kacke. Weiter so, Ethan. Kacke. Er ist schon wieder. Kann ich irgendwas dagegen? Du lebst noch? Oh, verdammt. Vereinfacht. Ach du Kacke. Shit. Nunu. Hier lang. Shit. Ach du Kacke. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Hier geht's nicht lang. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen. Na komm. Donner und Moreau wollen uns erreichen.
Hilfe. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geht doch nicht über frisches Wasser. Hätte ich irgendwas machen sollen? Verfluchter Mist! Ich hätte das machen können an der Stelle. Weiter so, Ethan! Okay, da sind wir hier. Shit! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also bestimmt irgendwas übersehen. Gibt's irgendwas, was wir dagegen tun können? Jetzt irgendwo runterducken, irgendwo drüber gehen. Siehst du von hier aus gerade nicht? Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Dann springt doch mal nicht. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Hier können wir dann. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geht doch nicht über frisches Hackfleisch. Oh je. Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Ein bisschen Geld mitnehmen. Gewehrmunition und weiter hier. Hier wird jemand anders schon zerquetscht. Oha. Da wären wir wieder. Warum sollte das jetzt gut gehen? Okay, wir sind gekommen. Spiel vorbei. Lässt uns einfach gehen. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Wie läuft denn das Business so hier im Nix? Jetzt muss ich zu uns händler. Aber gerne. Oho, und keiner außer der Held kauft mal irgendwas. Was Neues zu sehen. Aha. Dukes Emporium. Beim Duke ist niemand ein Fremder. Aha, hier können wir Sachen verkaufen. Werkstatt, Waren. Zusatzkoffer. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarkräfte. Und ich hab dazu so viel Geld haben wir noch nicht. Aber cool. Mehr Inventarplätze werden wir brauchen. Munition.
Eine Pistole. Eine auf die Bekämpfung von Biowaffen spezialisierte Pistole von Albert Wesker. Oha. Bonus aus dem Trauma-Paket. Ah ja, DLC-Content. Nice. Waffen-Accessoire. Ist kostenlos. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Neue Kunde. Naja, eher erstmal nicht. Dann besorge ich mir mal die Waffe. Und ein bisschen Munition. Okay. Pistolenmunition für 600 Leihe. Denk mal, ja. Was anderes können wir hier eh gerade nicht kaufen. Also hier können wir noch die Waffen aufbessern. Wir müssen noch ein bisschen sparen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Kristallinen Überrest einer scharfzahnigen Kreatur. Okay, wertvoll. Preis 900. Ich weiß nicht, ob ich das verkaufen will. Das sieht so aus, als könnten wir das noch später gebrauchen. Letzte Hilfe, erste Hilfe. Pistolenmunition. Ich behalte den kristallinen Schädel erstmal noch. Der könnte noch später am Abend was bringen, oder nicht? Ich google einfach gerade mal. Warum nicht? Wo ist denn die Waffe? Was tun mit dem Kristallschädel? Hier wird gesagt, man soll es verkaufen. Okay. Scheint wirklich, dass da wirklich nur zum Verkauf da ist, dass das da
hat keinen weiteren Zweck. Daher dann würde ich ihn mal verkaufen. Wenn es recht ist, kriegst du dann in der Schädel. Den würde ich gern verkaufen. Ah. Du musst da vielleicht irgendwann mal Waffen abgehitzt kaufen. Und jetzt noch nicht, da brauchen wir ein bisschen mehr von. Das sind 10.000, okay, für 10.000 Leih können wir uns hier. Na, Herstellung Flintmunition, Herstellung Scharfschützenmunition, Minen. Okay, das ist schon verdammt gut. Ich werde jetzt hier nicht alles für Munition ausgeben. Ich würde es werden mal. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr versprechen. Ein gutes Geschäft. Ja, da werde ich versprechen. Das muss ich schon sagen. Okay, dann mal gutes Geschäft hier noch. Gegen tut keiner außer ich. Irgendwas einkauft. Wahnsinnig hier zurückzukehren. Ja, wo wollen wir denn jetzt lang? Wollen wir zurück ins Schloss oder? Nicht zurück ins Schloss, sondern jetzt geht's richtig ins Schloss. Eben waren wir nur in so einer Vorhalle. Jetzt geht's richtig los. Schloss Dimitris. Könnte Rose hier sein? Schön erstmal Lärm machen. Willkommen in Resident Evil. Sind wir endlich mal in einem Schloss, in der Villa, in einem Burg und in dem Anwesen des Bösen. Wetznick, 5. Januar Wetznick, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 20. Januar Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar der Duke, Geschäftsgespräch. 3 Töchter. Bela, Cassandra und Daniela. Aha. Hier können wir nicht angelangen. Doch, müssen wir leer machen. Und hier ist ein Fahrstuhl. Nichts passiert. Was für eine Überraschung. Ein Fahrstuhl in Resident Evil, der nicht funktioniert. Ich bin geplättet. Nicht lernen. Damit uns ja jeder hört. Dachte ich mir.
Du verdammt. Finde der vier Engel. Was? Oh. Suchst du nach Rose? Nicht gut. Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Was soll das? Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Wir hängen hier ein bisschen ab. Okay, und nun? Was machen wir jetzt? Können wir irgendwas tun? Autsch. Ei. Ei, Schande. Meine eine Hand war schon... Sie sind doch völlig krank. Eine Hand war schon kaputt, aber... So, die andere. Das sieht aus wie ein Hebel. Das Weinglas können wir bestimmt auch gut für gut teuer Geld verkaufen. Schön, dass das wenigstens keinen Inventarslot wegnimmt. Waffen zusammen, Mr. Everywhere. Aha. Ist die bessere Pistole oder was? Ein großes Bett. Okay,
Okay, die sitzt auf der 4, die haben nur Pistole. What the hell? Was tue ich und wie komme ich hier raus? Ah, ein Geheimgang. Link mit rotem Auge. Okay. Als ob die nicht wissen, dass man ja so rauskommt. Wo haben sie Rose hingebracht? Oh je. Finde der 4 enge Anschlitz und du wirst errettet. Also Gesichter. Figuren müssen wir hier finden. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Aha. Dann schauen wir mal. Ach du hier. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Die taucht doch überall auf. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Stets zu Diensten. Ich meine, wir haben jetzt nicht besonders viel mehr bekommen. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Neue Munition. Eigentlich würde ich gern sparen, aber Flintenmunition, das ist schon. Ich würde mal 1000. Okay. Welche muss ich sparen für? Flintenmunition kann ich gebrauchen. Was nicht verkaufen. Weinglas. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Ich habe nichts gesagt. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, verstehst du? Ja. Wir kommen wieder. Auf Wiedersehen. Die Munition brauche ich aber gerade den letzten Update. Okay, das kann ich nicht einsetzen. Okay, können wir mal speichern. Kaufmannszimmer.